Ein herzliches Moin Moin und willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Hier in Montorigioni mit unserem lieben Ezio. Und was hängt da? Ach, diese Statuen. Genau, die konnte man auch noch sammeln. Mars-Statue gefunden. Die konnte man dann, glaube ich, hinter der Villa, glaube ich, konnte man die dann aufstellen. Genau. Wenn man denn dann das richtige... Neptun und Pluto. Wir haben jetzt was? Mars hatten wir gefunden, ne? Snickers fehlt noch. Milky Way kriegen wir vielleicht auch. Jupiter, Minerva. Ja, nee. Natürlich. Es sind natürlich die letzten beiden wieder. die wir hier gefunden haben. So. Zack. Da haben wir... Welche sind das jetzt? Mars und Venus. Genau, das ist Mars. Und Venus kommt auch noch. Ja, also. Wir sind hier zurück bei, wie ich schon sagte, Assassin's Creed 2 in der Montorigioni Villa. Dabei. Ja. Wir sind jetzt aus Florenz geflüchtet. Und, sind erstmal bei unserem lieben Onkelchen untergekommen. Der, ja, uns anscheinend noch in irgendwas lehren möchte. Ich muss hier gerade mal ganz kurz nebenbei, ist total professionell gerade, ich muss meinen Timer wieder stellen, weil ich Schlaumeier ja natürlich vergessen habe, ihn einzuschalten. So, jetzt aber. Ja, das ist so, was bisher passiert ist, genau. Und jetzt sind wir hier. Und können uns mal so ein bisschen hier umgucken, würde ich sagen. Weil hier gibt es ja, wie man auch gerade schon gesehen hat, Sammelbares. Bares für Rares, fast schon. Puh. Einfach mal ins Leere springen ist immer so voll die gute, boah, voll die gute Idee. so bei der Kirche war, glaube ich, auch noch was. Ihr hört's doch schon, ihr hört's doch. Da oben drauf, oder? War das eine Feder oder was? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es gab hier auf jeden Fall mehrere Dinge, glaube ich. Einmal eine Feder, meine ich. Ah, genau, Statue hier, genau. Jupiter. Der Jupiter. Dann kamen wir hier noch nicht rein. Richtig, da müssten wir ja erstmal die Stadt ein bisschen aufmöbeln. Investieren, so ich meine, hier wäre ja, genau, guck an. Bam! Neptun. Haben wir auch gefunden. Singstimme haben wir auch hier, das ist herrlich. So, hier war die Hauptstraße, genau. Ja. Das war Dottore, da hinten war der Schmied. Einer von denen wird Kunst und der andere wird einen. Sag schnell, einen Schneider. Und jetzt habe ich jetzt, ich habe ja zwischendurch mal das Spiel mal ausgehabt und hatte gehofft, dass hier, noch jetzt mittlerweile mal da wäre, aber ich weiß nicht. Bitte später wiederkommen. Heißt also hoffentlich, dass wir das schon haben, aber das erst zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt freigeschaltet wird. Dieses, ja, die Auditore-Gruft quasi. Da ist noch was. Ah ne, es ist eine Kiste. Verdammt. Egal. Geld ist immer gut. 5000 Florin haben wir. Jetzt haben wir 5300. Ist ein Traum. Boah, aber was fragst du mich, wo die letzten Statuen waren? Wir haben jetzt, glaube ich, vier haben wir jetzt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht wirklich mitgezählt. Wo war denn das Freudenhaus? War das hier nicht das... Das wird dann später, genau, das wird hier dann später das Freudenhaus. Oh, warte. Truhe oder Statue? Statue. Jawohl, wieder in den logischsten Orten überhaupt. Apollo. Haben wir dann auch. So. Aber hier muss doch irgendwo hier, muss doch noch was sein. Das ist doch... Ach, kann doch nicht angehen. Was haben wir hier noch?
Ah, genau, hier haben wir die Stadtmauern, genau. War hier nicht auch was? Ich weiß es nicht. Mir fällt es nicht ein. Aber, Kiste. Aber die... Ah, ich glaube, die bringen mehr. Kann das sein, weil die anders gefärbt sind? Genau, 500. Kann jetzt auch sein, dass das Zufall ist. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ja, das ist was weit. Oh, 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 da ist eine Feder, da ist eine Feder. Ich hab's gesehen, hab's genau gesehen. Oh, das ist da, ne, ist die Feder, ne? Ja. Ich hab zwischenzeitlich mal geguckt, weil ich ja einmal gesagt hatte, boah, wie soll ich denn da hinkommen? Wie soll ich das denn zu greifen kriegen? Ja, so mal nicht. Ja, toll, Ezio, wirklich cool. Da komme ich doch nicht jetzt nicht mehr dran. Da fällt dir jetzt auch nichts zu ein, oder? Hahaha. Boah, bin ich gut. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, einfach auch, weil es mich interessiert hat. Zwischen Florenz und Montorigioni liegen mal eben 70 Kilometer. Also wenn Ezio und seine Mutter und Claudia dort wirklich zu Fuß gelaufen sind, dann mal Respekt. Das gab bestimmt, Blasen an den Füßen. Jawohl. So. Aber irgendwo, ich weiß jetzt, wir bringen erstmal die Statuen, bringen wir mal, die wir jetzt haben. Etwas, Freund. Hab ich da gerade? Nee. Schade. Die Statuen, die wir haben, die bringen wir mal eben weg. Ich bin mir nicht, war hier nicht noch, ich... Ah ne, da war die Kiste nur, genau. Wie gesagt, wir bringen die Statuen jetzt mal weg, die wir haben. Dann sehen wir ja, wie viel uns noch fehlen. Ich meine, wir hätten jetzt insgesamt 4, müssten wir jetzt haben. Mit der, die da jetzt schon steht. Wir haben Apollo, Neptun und noch wen. Ich weiß nicht, hier war... genau, Venus. Venus hatten wir nicht. Ich habe jetzt auch schon keine Ahnung mehr, wo die jetzt hier gestanden hätten. Also, was weiß ich. Drücken, aha. Wer ist das jetzt von denen? Das war Apollo, siehst du? Diana haben wir nicht. Aber gut. So, dann haben wir, was haben wir hier? Kann man nicht Kreis drücken? Kreis heißt, wir haben was, ne? Ja. Das war Jupiter. Das ist Jupiter. Haben wir noch eine? Im Gepäck? Jawohl. Neptun, ne? Genau, Neptun. Dann fehlt uns jetzt noch Pluto, Diana und Venus, glaube ich, sind das. Und noch wer. Weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, meine Güte. Aber gut, die haben wir jetzt. Das steht, glaube ich, auf jedem Sockel steht eine Statue. Das ist soweit schon mal gut. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier rein. In die Auditore Villa. Und gucken mal, was es da so gibt, ne? Claudia auf jeden Fall und Mutti. Und mit denen reden wir jetzt auch mal. Keine Sorge, hier bleiben wir nur eine kurze Weile. Ich mag es hier nicht. Ich will nach Hause. Ich weiß. Voll das Gespräch mit Inhalt. Etwa sehr aufschlussreich. Meine Güte, deutsche Sprache ist und bleibt eine schwere Sprache. Ich muss mal kurz, es tut mir sehr leid, an meinem Mikrofon hier rum hantieren. Das könnte man jetzt hören. Ich habe mir mal Schiss, dass ich da reinpuste. Deswegen, es könnte jetzt sein, dass man da, das hört, dass ich jetzt dran rumfummel, aber das muss jetzt mal kurz sein. Das geht einfach nur daher, dass ich mit meinem Finger so ein bisschen fühle, wo die Luft beim Sprechen hingeht oder beim Ausatmen. So, genau, und hier haben wir jetzt das kleine Modell von Montregioni. Das habe ich schon damals, ich fand das voll geil. Ich fand das immer richtig cool. Ich liebe es irgendwie, wenn in der Spielwelt... Ach, genau, stimmt, hier hinten war ja noch der Tunnel. Wenn in der Spielwelt Modelle von Orten sind, die man da besuchen kann. Ich finde das immer richtig cool. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. So, dann haben wir hier das Arbeitszimmer. Da ist die Truhe.
Da kriegen wir dann später genau Geld rein, Einkommen, wenn wir das alles mal ein bisschen aufgehübscht haben. So, und dann gehen wir jetzt mal zu Onkel Mario und sprechen mal mit dem guten Herrn. Was haben wir denn hier? Oh. Hallo Onkel, ich tat, was ihr sagtet. Und auch schnell, Ben Fato. Und jetzt bringe ich dir bei, wie man kämpft. Nein, wie schon gesagt, wir ziehen weiter. Ezio, du hast es kaum gegen Vieri geschafft. Auf der Straße wirst du keine Woche überleben. Wenn du gehen willst, na gut. Aber dann wenigstens mit der Fähigkeit und dem Wissen gewappnet, dich zu verteidigen. Wenn nicht für mich, für deine Mutter und Schwester. Fein. Sehr gut. Übung macht den Meister. Von Mario lernen, wie man kämpft. Okay. Kriegen wir hoffentlich hin. Ein Schwert kannst du schwingen, sicher. Doch Angriff allein gewinnt keinen Kampf. Du musst überleben, um zuzuschlagen. Ich bringe dir bei, wie man ausweicht. Ihr sagtet, mein Vater war mehr als ein Bankier? Bringt wohl nichts, mich zu winden, was? Dein Aua. Assassine, Ezio. Ich sagte doch bereits, mein Vater war ein Pfeffersack. Nein, er wurde zum Töten geboren und erzogen. Bene, ich habe dir gezeigt, wie man einen Angriff vermeidet. Jetzt zeige ich, wie du das in einen Vorteil verwandelst. All das über Assassinen und Templer, das riecht nach Fantasie. Wie etwas von einem alten Pergament, das mit obskurer Schrift bedeckt ist? Woher wusstet ihr? Du hast deines Vaters Klinge, also dachte ich mir, dass du auch seine Codex-Seite haben wirst. Codex? Sie, eine Beschreibung der Arbeit des Ordens, sein Ursprung, der Zweck und die Techniken. Unser Credo, wenn du willst. Dein Vater glaubte, der Codex enthielt ein mächtiges Geheimnis. Etwas, das die Welt verändern würde. Vielleicht haben sie ihn deshalb geholt. Assassinen, Templer, Codex-Seiten. Das ist alles sehr viel auf einmal. Du musst deinen Geist öffnen, Ezio. Und bedenk, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Jetzt kriegen wir so langsam die Wahrheit unseres Papis. Kriegen wir jetzt raus. Und werden hier die Grundlagen des Assassinen-Credos eingeführt. Ziel erfassen. Non ce la fai a colpirmi, eh? No. Aua. Da war das? Aua, da war das? Normalerweise benutzt man die, um sie gegen... Das ist immer das Schöne. Aua, lass mich doch mal ausweichen erst. Der erwischt mich trotzdem. Ich krieg trotzdem aufs Maul, Alter. Gute Fortschritte, Ezio. Heute zeige ich dir, wo du dich im Kampf am besten positionierst. Wo du stehst und wie du dich bewegst, kann den Unterschied machen. Ich sah sehr wohl, wie du meine Bibliothek seziertest. Glaubst du mir also jetzt? Hey, so? Ja, mein Vater war ein Assassine. Aber weshalb diese Heimlichtuerei? Kennst du den Templerorden? Einer von vielen Ritterorden, während der Kreuzzüge entstanden. Die Chroniken sagen, dass er vor fast 200 Jahren in Frankreich aufgelöst wurde. Aber das stimmt nicht. Nur in den Untergrund gedrängt, von wo er sein ruchloses Werk fortsetzte. Welches Werk? Die Templer wollen die Menschheit unterwerfen. Und wir, die Assassinen, haben geschworen, sie zu bekämpfen. War Uberto einer von ihnen? Ja. Und die anderen Namen auf Vaters Liste? Genauso. Ich weiß ehrlich gesagt, durchgeführte Jerry. Fluchten. Wie sein Vater, Francesco. Wahrscheinlich wie die ganze Pazzi-Familie. Das würde vieles erklären. Wie, also, was soll ich machen? Ach so, ich soll einfach nur so. Okay. Einfach weglaufen. So, Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen ruhiger. Weil ich gerade zu dämlich war, das zu checken hier. So, darf ich jetzt endlich hier. Ach ja, ich muss ja beides gedrückt halten. Es ist so
ungewohnt gerade momentan. Dieses Ausweichen, dieses ist echt ein bisschen... Ich finde dieses Ausweichen immer sehr, weiß ich nicht. Gut so, Neffe. Du hast dich wirklich gemacht. Danke, Onkel. Total. Für alles, was ihr mir gabt. Du bist Familie. Es ist meine Pflicht und mein Wille. Ich bin froh geblieben zu sein. Gut, du hast dich gegen Abreise entschieden. Wir segeln nach Spanien. In 3 Tagen. Aber Neffe, ich lehrte dich diese Dinge, damit du besser vorbereitet gegen unsere Feinde kämpfen kannst. Wenn sie mich finden, werde ich bereit sein. Du willst gehen, Ezio? Alles wegwerfen, wofür dein Vater kämpfte und starb? Dein Erbe leugnen? Fein, wie du willst. Arrivederci e buona fortuna. Onkel, wartet! Warum ist er so wütend? Wie sollte er nicht? Vieri belästigt uns, seit ihr hier angekommen seid. Wohl zu erwarten, denke ich, bei seiner Herkunft. Da haben wir unseren Onkel wohl ein bisschen erzürnt, wa? Das wollen wir mal ändern. Wollen wir ihm mal ein bisschen die Füße küssen. Jetzt so im Nachhinein, wenn ich mir das jetzt mal so überlege, mit Bezug auf die ganzen anderen Spiele von Assassin's Creed, die schon rausgekommen sind, dass diese Einführung hier alles recht zügig abgelaufen Onkel! Ist. Wo sind denn alle? Sie sind nach San Gimignano, um diese Schlange Vieri zu töten. Vieri de Pazzi. Das jüngste Mitglied der zweitberüchtigsten Bankiersfamilie von Florenz. Der Kerl wusste, wie er das Geld seines Vaters ausgibt. Außer seinen Kaufräuschen, die Waffen und exotische Tiere und Kleidung umfassten, war er auch sehr ehrgeizig. Vieri veranstaltete Rennen jeder Art auf Booten, Pferden oder auch Wettläufe. Natürlich alle manipuliert. Nun noch das. Wenn er durch unglaubliches Pech doch mal verlor, lud er die ganze Familie des Gewinners zum Siegesessen ein und servierte ihnen ein tödliches Mahl. Netter Bursche, würde ich sagen. Ich will dabei sein. Bei den Ställen findet ihr, was ihr braucht. Oh mein Gott, der Sack. Ah, Zauberei, Hilfe! Entschuldigung. Ja. Soweit dazu. Da ist er jetzt ganz erzürnt losgerannt, unser Mario. Ach, die ist oben, ne? Genau. Fähigkeit fliehen erlernt. Ich konnte schon vorher fliehen, das konnte ich immer sehr gut. Hier haben wir übrigens auch Gemälde und sowas, können wir noch freischalten alles. Ja. Was wollte ich vorhin sagen? Ja, irgendwie diese ganze Einführungssache und so, die ist relativ schnell, geht so schnell hopp, 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 damit man ins Spiel reinkommt. Im Gegensatz zu den anderen Spielen, muss ich sagen. So, das ist irgendwie... Weil er hat uns jetzt ein bisschen kämpfen gelehrt und jetzt sind wir schon voll bereit, weißt du? Aber gut. Okay. Flügel schlagen hier gerade. Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht worden. Genau. Wir müssen jetzt gleich nach San Gimignano und unserem Onkel hinterher. Entschuldigung, dass ich das gerade abgebrochen habe, aber diese Information über die Feinde finde ich immer ganz cool. Da Sean bei den Feinden wenigstens so freundlich ist und uns das vorliest. Nicht so wie bei anderen. Bei der Familie beispielsweise, da muss man ja alles immer selber lesen. Ezio, schau sie an. Ich bringe sie immer noch nicht zum Reden. Sie verbringt Tag und Nacht vor den Federn, die Petruccio sammelte. Sie kann nicht loslassen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Keine Sorge. Sie wird wieder zu uns kommen. Ich weiß es. Ja, und jetzt können wir Federn, die wir gesammelt haben, können wir dann hier abgeben. Ich glaube, eine haben wir gesammelt, ne? Oh, 2 sogar. 2 von 100. Ja, was so ein Schock mit einem machen kann, ne? Ja, ja.
eine sehr... Ja, die Kerze, die ist ehrgeizig. Eine ehrgeizige Kerze. Gott sei Dank kann man hier daneben stehen, neben einer Kerze stehen, ohne gleich in Flammen aufzugehen. Diejenigen, die von euch die Odyssee gespielt haben, und da mal neben Kerzen gestanden haben, die werden, glaube ich, wissen, wovon ich rede. Was ist denn das für ein Geräusch hier die ganze Zeit? Ah ja, warte, wir hatten ja auch hier... Hier oben ging es zu unseren Gemächern, ne? Genau. Da wollte ich auch mal gucken. Dann hier die Leiter hoch. Genau, und zack, sind wir hier in Ezios Gemächern. Bett braucht Ezio nicht, weil... Warum auch? Aber plündern können wir mal. So. Schnapp. Das Gemälde da, wer zeigt denn? Das ist Uberto Alberti, ja, guck an. Was ist denn da? Achso, das ist der Adler, der hier oben auf dem Aussichtspunkt sitzt, ne? Ja. Uberto Alberti, stimmt. Ja, cool, dass sie das auch dabei schreiben. Ich hätte jetzt echt hier gestanden und mich gefragt, wer das ist. Ja, gut, dann nimm halt nicht die Leiter, Ezio. Sei halt ein Rebell, mein Gott. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge... Hallo Mutti. Würde ich sagen... Gehen wir mal unserem Onkelchen hinterher. Nach San Gimignano. Und... ja. Und helfen ihm da mal ein bisschen. Greifen ihm mal ein bisschen unter die Arme. Damit wir Onkelchen auch mal zeigen können, dass wir doch willig sind. Oh, das ist das auch schön jetzt. Ja, ich höre ja schon auf, ist gut. Dann würde ich sagen. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Richtig. Das ist schön, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Bis dann. Macht es gut. Tschüssi.